Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf. Wir haben die Katze wiedergefunden, aber es ist etwas Schlimmeres passiert, und zwar angeblich ein Mord von Simon, dem Neffen von Baron Reinhold. Wir haben schon Inspektor Chalmy empfangen, sage ich jetzt mal, der uns natürlich alle jetzt für verdächtig hält, wie der wir da waren. Zu dem Tatzeitpunkt waren wir aber eigentlich ja nicht in der Villa, deswegen frage ich mich, warum er uns denn festhält. Aber gut, es darf gerade die Villa verlassen, bis er alle, wie heißt das nochmal, alles eben, alle vernommen hat. So, jetzt haben wir natürlich Matthew, den sehr besorgten Butler. Matthew, sind Ihnen zur Tatzeit irgendwelche suspekten Gestalten in der Nähe der Villa aufgefallen? Stimmt, weil der hat ja draußen im Garten nach der Katze gesucht. Ich bin untröstlich. Leider habe ich niemanden gesehen. Ich wusste nicht einmal, was Herrn Simon widerfahren war, bis der Herr Inspektor bei uns eintraf. Und wo ist Simons Leichnam jetzt? Ich habe es nicht gesehen, aber man sagte, der Inspektor hätte Herrn Simon nach draußen getragen. Ich verstehe. Nun, es sieht aus, als hätten wir momentan keine heiße Spur, was den Fall angeht. Einen Moment bitte! Sehen Sie dies? Oh Gott. Sehen Sie, dies habe ich in dem Zimmer gefunden, in dem Herr Simon entdeckt wurde. Oh. Was ist das? Zahnrad. Das weiß ich unglücklicherweise nicht. Ich hoffte, es könnte ein Hinweis sein. Darum hob ich es auf. Faszinierend. Dieses Zahnrädchen ist so klein, dass es selbst einer akribischen Suche entgehen würde. Und was ist das? Hier ist eine Gravur. Ich bin also auf ein ungelöstes Geheimnis gestoßen, so. Ein kleines Zahnrad? Bei diesem Thema fällt mir ein patentes Rätsel ein. Darf ich vortragen? Machen Sie Witze? Ausgerechnet jetzt wollen Sie, dass wir ein Rätsel für Sie lösen? Ich meine mal ernsthaft. Ist auch so eine Beerdigung? Oh, da fällt mir etwas Lustiges dazu ein. Toller Witz, muss ich euch jetzt noch erzählen. Weiß ich nicht. Okay. Du hast eine Scheibe mit 8 Zacken in der Hand, auf der ein roter Punkt ist. Wenn du die Scheibe so hältst, dass der Punkt die Position wie in Abbildung A hat und sie dann umdrehst, zeigt die Scheibe einen schwarzen Punkt, wo genau... Was? Okay, einen schwarzen Punkt. Punkt. Wo genau siehst du gleich neben Abbildung A? Nehmen wir an, dass du die Scheibe hältst wie in Abbildung B. Wo muss jetzt der schwarze Punkt liegen, wenn du die Scheibe umdrehst? Kreise die Stelle ein, an der du den schwarzen Punkt vermutest. Was? Scheiß Lied, ohne Scheiß. Okay. Dann muss der schwarze Punkt hier sein. Wenn ich das dann nach da umdrehe, dann, ne, muss der hier sein. Das heißt, es ist 1, 2 weiter. Das heißt, es ist 1, 2 weiter. Das heißt, der Punkt muss hier sein. Oh oh. There we go. Juhu! So. Another puzzle solved. Und wenn du das mit dem Mord aufgeklärt hast, Matthew, versuchst du gleich danach mit Taktgefühl. Stimmt, genau. Schau dir die Abbildung an. Wenn man die Rückseite der Scheibe nach vorne dreht, wandern die Punkte auf die gegenüberliegende Seite. Wenn du dir die Lage des gesuchten Punktes auf diese Art verdeutlichst, wird das Rätsel ganz leicht. Ich weiß. Ich bin untröstlich. Aber leider weiß ich nichts weiteres, was Ihren Ermittlungen zuträglich wäre. Machen Sie sich keine Gedanken. Mit diesem Zahnrad haben sie uns schon enorm weitergeholfen. Ich frage mich allerdings, wieso sie es gerade uns anvertrauen. Sie sind ein guter Mensch, Herr Professor. Ich bin zuversichtlich, dass Sie diesen Fall lösen können. Oh, danke. Haben Sie Dank für Ihr Vertrauen, Matthew. Und ein weiteres Bauteil erhalten. Und finde den Punkt in unserem Rätselindex. Und da haben wir nochmal Jamie. Jetzt möchte ich aber trotzdem nochmal ganz kurz gucken, was wir Bauteile wieder Netze wieder haben. Da haben wir wieder einige, genau. So. Okay, das ist ein Hund, das kann man jetzt auch schon erkennen, ne? Irgendwie. So, und das Gemälde haben wir auch ein neues Teil. Ein Fensterteil. Aber das passt da überhaupt nicht hin.
Nee, wenn dann so. Nee. Du gehörst da absolut nicht hin. Tun wir uns mal darüber. Ja. Das war mal so. Weil wenn ich es mich drehen würde, dann sehe das hier ziemlich komisch aus. Versteht ihr, was ich meine? Also das mit diesem blauen. Vielleicht bin es auch einfach nur ich. So, wen sprechen wir jetzt an? Erstmal den Dicken. Ich weiß immer nicht, wie ich die Leute gesprochen habe, deswegen wundert euch nicht, wenn ich die irgendwie anders spreche. Ich versuche ein bisschen Abwechslung reinzubekommen, aber ich habe halt nur eine Stimme. Also, meine. Man stelle sich das vor. Ein Mord. Und das in diesem Haus. Das ist wirklich schauderhaft. Sie sind der Detektiv, oder? Beeilen Sie sich und finden Sie den Unmenschen, der dies getan hat. Guter Mann, ich bin kein Detektiv, aber Ihre Besorgnis ist überaus gerechtfertigt, kein Zweifel. Wir alle leben gefährlich, solange der Täter nicht hinter Schloss und Riegel ist. Sie sprechen mir aus der Seele. Ich verstehe es einfach nicht. Simon war manchmal etwas herablassend, aber es hat ihn doch niemand gehasst, oder? Wenn der Verbrecher hinter dem Geld meines Bruders her ist, bin ich womöglich als Nächster dran. Gut möglich. Wenn wir als Motiv annehmen, dass der Täter hinter dem Vermögen her ist, gibt es so einige Verdächtige. Oh, lieber Himmel, Sie denken doch nicht etwa, ich hätte etwas mit diesem Verbrechen zu tun. Ich habe mich immer sehr gut um Sie mit Simon verstanden. Allerdings stand er Augustus nicht gerade nahe. Puh, wissen Sie, all das Gerede über Familienband erinnert mich an ein interessantes Rätsel. Alter, was ist denn für meine Familie, weißt du? Neffe ist gerade getötet worden. Nur ein Rätsel. Hä? Ach, je. Also gut, 6 Brüder sollen sich zum Abendessen an den Tisch setzen. Der älteste Bruder hat die Nummer 1 und der jüngste die Nummer 6. Jeder ist mit dem nächstältesten... Oh Gott. Jeder ist mit dem nächstälteren sowie mit dem nächstjüngeren Bruder verkracht und darf neben keinem dieser beiden sitzen. Außerdem lagen sich Bruder 3 und Bruder 5 neulich dermaßen in den Haaren, dass auch sie sich weigern, nebeneinander zu sitzen. Bruder 1 hat bereits Platz genommen und wartet auf die anderen. Findest du eine Sitzordnung, die keinen Bruderzwist vorkommen lässt? Ich soll nicht aussprechen, die kleinen Pussys hier. Okay, 1, das heißt, wir machen mal hier 2 hin. Und hier 3 hin, dann haben wir die schon mal weg. So, Bruder 3 und Bruder 5 haben sich weggehabt. Das heißt, Bruder 5 muss hier sitzen. Und das geht schon mal nicht. Dann machen wir es mal so. Und dann musst du da sitzen. Das geht genauso wenig. Schade, ich dachte, das ist so einfach. okay, dann machen wir es mal so. Und dann kannst du da, und dann kannst du da, ne? 1, 4, 1, 3, 6, 3, 6, 2, 2, 6, 2, 5, 5, 2, 5, 4. Scheiße, es geht nicht. So, geht das jetzt? 5, 1, 1. Ja, gut gemacht, Bina. Und wenn ich euch beide... 1, 5, 1, 3, 3, 6, 3, 1, 6, 3, 6, 4, 4, 2, 4, 6, 5, 2, 5, 1 und 3 und 5 sind nicht nebeneinander. Das müsste dann eigentlich doch passen, oder? Ich weiß es nicht. Here's my answer. Yay. Tja. Every puzzle has an answer. Ja, gut. Prima gemacht. Setz die Rabauken hin und wieder. Was? Setz die Rabauken hin, wie gezeigt. Oh Gott, es fängt echt schon wieder los. Es tut... Oh Gott. Dann dürfte Ruhe im Karton sein. Das Spiegelbild der Sitzordnung funktioniert übrigens auch. Endlich eine friedliche Talrunde. Alle, die sollen sich aussprechen. Wir sind Brüder. Ach, das ist also die Lösung. Ich bin froh, dass Sie das Rätsel so mühelos knacken konnten. Allerdings wissen wir dadurch auch nicht mehr über Simons Mörder. Ich versichere Ihnen, ich hatte nichts damit zu tun. Bitte suchen und stellen Sie den wahren Täter. Gut, dann versuchen wir das natürlich. Ich verstehe Sie gut. Immerhin stehe ich ebenso unter Verdacht. Mit dem weiter. Warum eigentlich wir? Wir waren nicht da. Erklär mir das mal, Jeremy. Grandicher. Sind das alle? Sonst war niemand am Tatort zugegen?
Ramon fehlt noch, wenn ich mir die Bemerkung gestatten darf. Ramon? Wo steckt er? Und was in aller Welt treibt er nur wieder? Matthew, holen Sie sofort Ramon! Ich bin untröstlich, Frau Baronin. Ich habe Ramon bereits seit einigen Stunden nicht mehr gesehen. Was sagen Sie da? Der Kerl wird doch nicht verschwunden sein! Nein! Augenblick! Er ist ebenfalls ein Verdächtiger. Womöglich ist er aus der Flucht. Wo könnte er nur abgeblieben sein? Ob ihm etwas zugestoßen ist? Das glaube ich wohl nicht. Sind die jetzt wohl hinter ihm her? Okay, Frage nach dem Mord. Das haben wir jetzt ja eigentlich schon gemacht. Ich möchte eigentlich noch ein bisschen im Raum bleiben. Aber mein Gott, die werden mir jetzt nichts weiter Neues erzählen, nehme ich an. Nur, dass die es eben Ramon suchen. Hey, wo ist denn Baronin Dahlia hin? Wenn ich mich nicht täusche, ruht sich Baronin gegenwärtig im Nebenzimmer aus. Sie ist eine sehr starke Person, aber nach einem solch schrecklichen Vorfall benötigt sie etwas Ruhe. Nun gut, würden Sie ihr bitte mitteilen, dass ich gern etwas mit ihr besprechen würde? Selbstverständlich. Wenn Sie sich bitte einen Moment gedulden möchten, Herr Professor. Okay. Baronin Dahlia mag kühl sein wie ein Eiszapfen, aber die Vorfälle von heute lassen sie so gar nicht kalt. Luke, wenn du ein wahrer Gentleman werden willst, musst du anfangen, etwas mehr Mitgefühl zu zeigen. Oh, natürlich, Professor. Tut mir leid, das war unangebracht. Dummer Junge. Frau Baronin empfängt sie nun. Gehen Sie einfach durch die Tür auf der linken Seite. Okay, dann tun wir das doch mal, lassen den Fetten allein. Oh, eine hübsche Vase. Und ein Körnchen. Und, was steht da? Von hier aus sieht man den ganzen Garten. Nur durch diesen Schlitz. Okay, die ist... Oh, nein, ich will doch mit ihr reden. Die ist ziemlich... Mit den Nerven durch! Frau Baronin, ich vermute, dass dieser Mordfall etwas mit dem goldenen Apfel zu tun hat. Wie bitte? Noch bin ich da absolut nicht sicher, aber es scheint mir sehr glaubhaft, dass beide zusammenhängt. Und Sie denken, Ramon könnte etwas damit zu tun haben? Eventuell schon. Noch fehlen uns jedoch die nötigen Informationen, um eindeutige Schlüsse zu ziehen. Ich verstehe. Wenn das so ist, habe ich eine Aufgabe für Sie, Herr Professor. Finden Sie Ramon und bringen Sie ihn her. Es widerstrebt mir sehr, in dieser Angelegenheit als Verdächtige angesehen zu werden. Ich möchte sofort meinen Namen wieder reinwaschen. Wie Sie wünschen, Frau Baronin. Wir gehören uns gleich im Dorf um. Aber ich dachte, wir dürfen die Villa nicht verlassen. Danke für Ihre Hilfe, Herr Professor. Nun, ich warte dann im Salon auf gute Nachricht von Ihrer Seite. Alles klar. Kapitel 3. Der verschollene Bedienstete. Suche in Zeitmysterien nach Hinweisen und kläre Ramons Verschwinden auf. Möchtest du den Vortisch? Nein. Speichern ist für Pussys. Oh, ein Rätsel. Hm? Oh. Oh, wie süß er ist. Guck mal, wie er sich freut. Oh, wie niedlich. Sieh dir einmal dieses Bild an. Haben wir sie nicht auch schon getroffen? Ich glaube schon, ne? Ganz am Anfang. Was ist damit, Professor? Oh, das ist doch Baronin Dahlia. Und sie hat ein Baby auf den Arm. Dieses Baby muss dann wohl Baron Reinholds Tochter sein. Stimmt. Hier, der Klingel. Wie hieß sie nochmal? Flora, genau. Flora war ihr Name, nicht wahr? Oh, was für ein niedliches Mädchen. Baronin Dahlia hat sich wirklich kaum verändert. Weißt du, Luke, man sagt wahre Schönheit altere nicht. Wie Sie meinen, Professor. Aber trotzdem ist es seltsam. Wir sollten die Baronin dazu befragen. Hm, besser ist das. Weil auf dem Bild unten in der Galerie war die Tochter ja schon ein bisschen älter, ne? Und sie hat sich jetzt gar nicht verändert. Entschuldigen Sie, wir bemerken soeben das Bild von Ihnen und Ihrer reizenden Tochter Flora. Wie meinen? Das Bild von Ihnen mit dem Baby, das im anderen Zimmer steht. Tut mir leid, Sie müssen sich irren. Ich habe keine Kinder. Was? Wie bitte? Aber verzeihen Sie, Frau Baronin, es muss sich um ein Missverständnis handeln. Wie Sie meinen. Wie dem auch sei. Wir haben keine Zeit zu vertun. Finden Sie Ramon und bringen Sie ihn zurück, ja? Okay. Aber wenn das auf dem Bild nicht Baronin Dahlia ist, wer um alles in der Welt ist es dann? Vielleicht hat sie eine Zwillingsschwester oder sowas.
Ich schlage vor, wir stellen dem Butler ein paar Fragen. Vielleicht kann er die Sache aufklären. Oder die alte Frau im Dorf. So, Jamie, lass mich allein, weil den mag ich nämlich nicht. Oh, da ist er ja. Hallo. Ah, Matthew, hätten Sie einen Augenblick Zeit? Selbstverständlich. Wie kann ich Ihnen helfen? Es geht um das Bild im Zimmer der Baronin, auf dem sie ein kleines Kind in den Armen hält. Ach ja, das alte Foto. Ich fürchte, das ist nicht Baronin Dahlia, sondern Frau Viola, die erste Gattin des Herrn Baron. Aber es überrascht mich nicht, dass sie für Baronin Dahlia hielten. Sie glichen sich praktisch aufs Haar, sogar ihre Bewegungen und Gesten waren fast identisch. Die Dame auf dem Bild ist also gar nicht Baronin Dahlia, sondern die erste Gemahlin des Barons? Ui, es muss ja ganz schön unwahrscheinlich sein, dass sich zwei Menschen so sehr ähneln. Könnten die beiden vielleicht auf irgendeine Art verwandt sein? Wenn dem so war, dann ist es mir leider entgangen. Eines Tages kam Herr Baron einfach mit Frau Dahlia an seiner Seite in die Villa. Das ist leider alles, was ich über die Angelegenheit weiß. Entschuldigen Sie vielmals. Sie brauchen sich keineswegs zu entschuldigen. Sie waren uns eine große Hilfe, Matthew. Wie seltsam. Je mehr ich davon höre, desto undurchsichtiger wird die ganze Geschichte. Ich finde es auch etwas sehr seltsam, aber gut. Wieso ist hier eigentlich eine Treppe? Das ist eine Treppe. Kann ich das anschauen? Flora Reinhold. Nein, nicht wirklich. Okay. Gut, dann begeben wir uns auf die Suche nach Ramon. Oh. Hä, was hast du beim Mund? Was ist denn das? Hm? Miau! Soll das eine Brille darstellen? Das ist doch Simons Brille. Aber wie ist sie denn hierher gekommen? Das könnte schon unsere erste Spur sein. Wir sollten sie lieber gleich Inspektor Chimey bringen. Was ist, Leighton? Sehen Sie mal, Herr Inspektor. Eine Brille. Diese Brille gehörte Simon. Wir fanden sie im Garten. Was zum... Die muss wohl auf den Boden gefallen sein, als Simons Leiche aus der Villa geschleppt wurde. Und außerdem treiben Sie hier etwa ein Fundbüro? Sollen Sie nicht gerade das Reinhold-Erbe suchen oder was immer Sie hier treiben? Wenn Sie allerdings weiter in meine Ermittlungen stellen, muss ich mein erstes Wort mit Ihnen reden. Oh Gott, das tut zu meiner Stimme schon so weh. Bitte verzeihen Sie meine Unbesonnenheit, Inspektor. Ja, diesen Jamie mag ich gar nicht, ich auch nicht. Er stinkt nach Rauch und ist so furchtbar arrogant. Und wie er Sie behandelt, Herr Professor, unglaublich. Oh, der raucht wohl. Luke, mein Junge, stell dich nicht daran. Wir haben Wichtigeres zu tun. Lass uns nach Ramon suchen. Immer noch. Wir sind ja schon so weit gekommen. Nicht. Oh, Agnes. Na sowas. Ihr schaut aber besorgt aus. Wo liegt denn das Problem? Entschuldigen Sie die Störung, aber haben Sie heute zufällig Ramon gesehen? Er war gerade noch hier. Heute habe ich ihn nicht gesehen. Schon seltsam, wenn man bedenkt, wie gerne die Arbeit schwänzt. Aber genug davon. Man hört, ihr zwei wärt ziemliche Rätselasse. Würdet ihr mir mit einem helfen? Ich grübel schon ziemlich lange darüber nach. Oh, jetzt gleich? Wir sind eigentlich gerade beschäftigt, aber wenn Sie darauf bestehen... Ja, sie hat uns doch schon ein Rätsel gezeigt in einem Zug. Ach Gott. Okay. Kennst du die Rätsel, bei denen man in einem Zug zeichnen muss? Man zeichnet dabei die Figur, ohne den Stift abzusetzen oder dieselbe Linie zweimal zu zeichnen. Linien zu kreuzen ist jedoch erlaubt. Wenn du dir das Konzept klar ist, dann schau dir die vier Figuren unten an. Eine der vier lässt sich nicht in einem Zug zeichnen. Welche ist es? Okay, da gab es so einen Trick von wegen diese drei Teile. Also, wisst ihr, was ich meine? Dass irgendwie keine ungerade Zahl drei Ecken haben darf oder so ähnlich? Weil das haben ja alle vier, also müsste das ja sollte schon mal gehen. Also, da gehst du schon mal. Das hat zweimal drei Ecken, also dürftest du eigentlich auch gehen. Ja.
Da muss ich jetzt gucken. Aha. Da haben wir eine 3. Alle anderen haben 4. Das heißt, das müsste auch gehen. Nicht. So gehst du nicht. Gut, was ist denn das da? Viererecke, Dreierecke, Dreierecke, Viererecke, Sechserecke, okay. Fünferecke, geht gar nicht. Also eigentlich glaube ich eher, dass es das Haus ist, wegen der Fünferecke hier. Also er hat hier eine Fünferecke, da eine Dreierecke und da eine Dreierecke. Deswegen dürfte das eigentlich nicht gehen. Aber das verstehe ich nicht. Okay, 4, 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 4. Also müsste das wohl eigentlich gehen. Was ist, wenn ich das so mache? Nein, Moment. Wenn ich da erstmal zur Hälfte gehe. Ja, habe mir gedacht. Okay, dann ist es das Haus. Und da wird es bestimmt irgendwas stehen, von wegen, man muss halt die Linien in den Punkten zählen, die da zusammenführen. Das Lustige ist, bei dem ersten Layton war das so, ich hatte mal ein Buch, das war der Kinderduden, und da waren hinten wahnsinnig viele Spiele und sowas drin. Und da waren auch eben solche Rätsel mit dabei. Sehr schön. Es gibt übrigens eine sehr einfache Methode, um zu bestimmen, ob sich eine Figur in einem Zug zeichnen lässt oder nicht. Welche? Nun, das Geheimnis wird dir enthüllt, wenn du ein weiteres Rätsel dieser Seite löst. Ja, weiß ich schon. Ella Badge. Gut. Das habt ihr gut gemacht. Ich hatte schon seit Ewigkeiten versucht, es zu lösen. Ach du, mein Junge. Ich hatte soeben eine Vision, dass dir heute Nacht etwas Schlimmes passiert. Seht euch vor, ja? Eine Vision? Das waren ja tolle Nachrichten. Aber keine Sorge, so leicht lasse ich mich nicht erschrecken. Ein seltsames Bauteil erhalten und ein Rätsel in den Rätselindex bekommen. Gut, wir sind jetzt immer noch zwar auf dem Anwesen der Villa Reinhold, der Familie Reinhold, und wir begeben uns auf die Suche nach Ramon wieder mal in die Stadt, um irgendwas zu suchen wie bei der Katze. Ah, aber ich hoffe, dass wir das dann ordentlich finden, und ich glaube, wir werden noch ein paar Dorfbewohner finden. Außerdem finde ich es sehr lustig. Ich meine, das Dorf ist an sich schon groß. Ich meine, wenn man sich so die ganzen Häuser hier anschaut, und ich finde es ziemlich lustig, dass anscheinend irgendwie jeder jeden kennt. Aber gut. Na, jeder kennt Baronin Dahlia, die eigentlich etwas kälter erscheint und sich nicht mit so Pöbel abgibt, so scheint's. Aber gut. Wir werden diesen ganzen Geheimnissen noch auf den Grund gehen. Aber das ist das nächste Mal. Tschüss!